Ihr vergesst, das Haupttor ist verschlossen. Es gibt keinen Weg in den Berg hinein. Das stimmt nicht ganz. Wir ergreifen diese Chance und holen uns den Erebor zurück! Am 15. November beginnt eine unvergessliche Reise. Spürst du es? Es fühlt sich an wie... naja, wie Zauberei. Das weltweit größte Abenteuer in einer exklusiven Extended Edition. Mit neuen, noch nie zuvor gesehenen Szenen. Gefertigt in Bruchtal. Zweites Zeitalter. Völlig wertlos. Mehr als 9 Stunden Bonusmaterial, die uns mitnehmen auf eine Reise tief in die Welt von Mittelerde. Und die Entstehung dieses epischen Abenteuers. Ich habe gehört, Hobbits seien sehr widerstandsfähig. Ich habe gehört, es sei unklug, den Rat der Elben zu suchen, denn sie antworten immer mit Ja und Nein. Ich bin kein Held. Und auch kein Krieger. Das bleibt abzuwarten. Der Hobbit, eine unerwartete Reise in der Extended Edition ab 15. November auf Blu-ray, Blu-ray 3D, DVD und als Download. Weit im Osten, hinter Gebirgen und Flüssen, liegt ein einsamer, einzelner Berg. Die Zwerge sind fest entschlossen, ihre Heimat zurückzuerobern. Ich schätze Besuch genauso wie jeder andere Hobbit auch. Doch noch mehr schätze ich es, ihn zu kennen, bevor er mich besucht. Herr Beutlin? Zu Diensten. Ich bin umzingelt von Zwergen. Was wollen die hier? Oh, sie sind eine ganz muntere Versammlung. So, das ist der Hobbit. Ihr habt mich gebeten, den 14. Mann für eure Expedition zu finden. Und meine Wahl fiel auf Herrn Beutlin. Ach, mich? Nein. Hobbits kommen an den meisten ungesehen vorbei, wenn sie es möchten. Was uns einen deutlichen Vorteil verschafft. Wir ergreifen diese Chance und holen uns den Erebor zurück. Ja! Hey, Herr Bilbo, wozu die Eile? Ich ziehe in ein Abenteuer. Mithrandir. Wieso der Halbling? Wieso Bilbo Beutlin? Vielleicht, weil ich mich fürchte. Und er mir Mut verleiht. Dies also ist euer Ansinnen? Ihr wollt in den Berg eindringen? Und wenn schon? Manch einer würde das nicht für weise erachten. Eine dunkle Macht hat einen Weg zurückgefunden in die Welt. Wieso rätseln wir nicht? Ein wenig. Und wenn es verliert, was dann? Nun ja, wenn es verliert, mein Schatz, fressen wir es auf. Wenn Beutlin verliert, fressen wir es ganz auf. Einverstanden. Ich würde jeden einzelnen dieser Zwerge dem mächtigsten Heer vorziehen. Treue. Ehre. Ein Kämpferherz. Mehr kann ich nicht verlangen. Die Heimat liegt nun hinter euch. Vor euch die Welt. Es hätte schlimmer kommen können. Das soll wohl ein Scherz sein! Mein lieber Frodo, du hast mich einmal gefragt, ob ich dir alle Geschichten über meine Abenteuer erzählt hätte. Ich bin stets bei der Wahrheit geblieben, aber ich habe dir nicht alles erzählt. Bilbo Beutlin, ich suche jemanden, der mit in ein Abenteuer zieht. Ich kann mich nicht einfach so ins Blaue aufmachen. Ich bin ein Beutlin? Wartet! Aus Beutelsend. Bilbo, darf ich vorstellen? Fili, Kili... Oin, Gloin, Dwalin, Balin, Bifur, Bofur, Bombur, Dori, Nori, Ori und unser Anführer, Thorin Eichenschild. Über die Nebelberge weit, zu Höhlen tief aus alter Zeit. Und dort, wo knisternd im Gehölz erwacht ein Brand von Winden
angefacht zum Himmel.